ist eigentlich das besonders Schöne, dass man Teil einer wirklichen Erfolgsgeschichte ist. Wir haben nur noch die Hälfte der Arbeitslosen wie vor 10 Jahren. Darauf bin ich sehr stolz, darüber freue ich mich. Für uns Sozialdemokraten ist einer der wichtigsten Sätze überhaupt, dass die Lebenschancen von Menschen nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen können und dürfen. Es geht darum, dass wir den Familien ermöglichen, Mutter und Vater, dass sie Arbeit und Familie vereinbaren können. Es kann nicht sein, dass es unterschiedliche Renten in Ost und in West gibt, sondern wir müssen endlich auch bei der Rente eine einheitliche Lösung haben. Wir haben hier in diesem Land wirklich was vorangebracht. Wir haben wirklich gemeinsam etwas erreicht. Und natürlich geht es darum, dieses Gefühl, dass wir zusammengehören, dass wir eine Gemeinschaft sind, uns gegenseitig helfen, füreinander einstehen, dass das bewahrt bleibt. Mecklenburg-Vorpommern braucht jetzt Verlässlichkeit, Zusammenhalt und klare Führung. Dafür stehe ich als Ministerpräsident. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass unser Land auf gutem Kurs bleibt. Deshalb am 4. September beide Stimmen für die SPD, damit Erwin Sellering unser Ministerpräsident bleibt.